Hallo zusammen, da bin ich mal wieder. Die liebe Elke hat mir vor einiger Zeit mal ein Video geschickt, da wurde ein neuartiges Nailart-Gel angepriesen. Und ich muss sagen, damit kann man wirklich schöne Nailart machen, so wie sie jetzt hier vor mir steht. Sie hat mich dann auch gefragt, ob wir das Ganze oder so ein Gel demnächst mit ins Angebot bringen. Daraufhin habe ich mir natürlich das Video mal richtig angeguckt und dann dachte ich, Moment mal. Das hast du schon mal irgendwo gesehen. Könnt ihr euch noch an diese Perlmuttgele erinnern, so vor 6, 8, 10 Jahren, die so furchtbar schlierig waren, also die man einfach nie auftragen konnte, die immer irgendwelche Streifen hatten? Genau sowas brauchen wir dafür. Ja, und wer sowas nicht hat, so wie ich, der muss nach einer Alternative suchen. Ich bin fündig geworden. Ich habe natürlich nach einem Gel gesucht, was so ein bisschen perlmuttartig ist und so schimmert und ja, was eben diesen Effekt dann auch rausbringt. Und habe 5 Gele gefunden. Das Ice Fighter, Love or Hate, Beta Blocker, Trinity und Ice Hell. Diese 5 sind super geeignet. Man sieht ja auch, funktioniert mit denen super. Aber die sind viel zu stark deckend. Und die müssen wir uns jetzt einfach ein bisschen verdünnen. Ich habe mir schon mal die Mischpalette vorbereitet und jetzt ist das alles eigentlich ganz einfach. Ich nehme einen Klecks vom High Shining Gel. Ich nehme also einen Versiegler mit Inhibitionsschicht, einfach weil der nicht so stark läuft. Das ist das ganze Geheimnis an der Sache, warum ich den nehme. Und er glättet schön in der Oberfläche. Hat man nicht so viel Unebenheiten. Und dann nehme ich mir einfach noch einen Klecks vom Farbgel dazu und mische das Ganze. Also machen wir das Gel einfach eine Nummer dünner. Da sieht man jetzt eigentlich auch schon, dass das beginnt, solche Fäden zu ziehen. Also jetzt haben wir schon den Zustand, den man eigentlich beim Full Cover auf keinen Fall haben will. So, und das Ganze trage ich jetzt auf den Tipp auf. Oder auf den Nagel halt, je nachdem, wo ich es auftrage. Und dabei bin ich ein bisschen vorsichtiger. Trag etwas mehr in der Mitte auf und zu den Seiten hin etwas weniger. Das verteile ich dann einfach nur so ein bisschen. Also hier muss man wirklich aufpassen, dass man etwas mehr in der Mitte hat als am Rand. Wir brauchen ja auch ein bisschen Höhe, einfach damit wir dann das Motiv reinziehen können. Also wenn wir es jetzt ganz doll aufkratzen, dann sieht man es natürlich nicht. Und wir kratzen es nur von der Oberfläche weg. Also hier ein bisschen darauf achten, dass die Ränder wirklich flach sind und in der Mitte etwas mehr. Und dann, es ist natürlich auch so, wenn wir jetzt hier sowieso mit dem Dotting-Tool durchfahren als nächstes, ist es jetzt auch nicht so wichtig, dass die Oberfläche glatt ist. Also wie die jetzt aussieht, spielt jetzt eigentlich gar keine Rolle. So, oh ja, habe ich was vergessen. Eieiei, wieder nicht richtig hingeguckt. Das muss schon sein, ja. Also, das darf nicht fehlen. So, und jetzt nehme ich einfach das Dotting-Tool und fahre damit hier durch die Oberfläche. Und das mache ich dann so lange, bis ich sage, ja, so finde ich es cool. Und wenn ich es cool finde, geht es ins Lichthaltegerät und wird ausgehärtet. Ganze bloß noch versiegeln jetzt. Da tritt das Ganze auch noch mal richtig schön in den Vordergrund. Und das war das Geheimnis. Mehr ist es nicht. Deshalb sage ich jetzt schon Tschüssi, bis zum nächsten Mal.